schönes Flugzeug. Sehr schönes Flugzeug. Kann man... Nee, man kann doch... Man sieht das Wasser. Seht, guck mal raus, Leute. Oder? Wenn man mal mit der Hackfläche vorbei runterkommt. Das Flugzeug sieht übrigens sehr hübsch aus, ne? Muss man ja sagen. Guck mal hier, wir haben schöne Lampen da an der Decke, ne? Flackern gerade etwas. Weiß gar nicht, woran das liegt. Irgendwie der Schrank gehört da. Da muss man mit dem Architekten reden. Der gehört da nicht hin. Aua. Anno, ich wollte das Flugzeug nochmal zu Ende angucken. Ach, können wir jetzt ja machen. Obwohl ich glaube, wer sollte hier lieber raus? Ja, liebe Freunde, an dieser Stelle herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Stranded Deep. Ich würde sagen, wir retten uns erstmal an Land und dann öffne ich das Let's Play. Einmal ganz kurz, ich wollte euch nur schon mal willkommen heißen. Kaboom! Der Typ hat aber auch kein Glück. Ihr kriegt nach ein paar Sekunden zweimal auf die Fresse. Das ist schon echt, boah. Mein Beileid. Ja, läuft jetzt auch erst deutlich flüssiger. Ich wollte dieses Let's Play nämlich schon mal aufnehmen. Das hatte aber irgendwie nicht so gut funktioniert, wo ich mich gefragt habe, woran das denn bloß liegen mag. Ich habe dann festgestellt, dass meine Festplatte im Hintergrund ihr... naja... wie soll man das sagen, ihr Lebenslicht ausgehaucht hat. Und das sich natürlich sehr negativ auf die Let's Play-Performance ausgewirkt hat. Und das Let's Play dann... es waren, glaube ich, noch nur 10 Minuten, bevor... ja, da wollte mir irgendwer was von mir. Ich glaube, ein Arbeitskollege hatte mich noch telefonisch kontaktiert. Und dann wollte ich weitermachen und dann war kaputt. Ja, in diesem Sinne auf jeden Fall. Ich freue mich, wir sind wieder bei Stranded Deep. Es ist ja schon eine Weile her. Eine voll auf der kleinen Popelinsel. Kann das sein, ey? Bin ich auf so einer Popelinsel? Ich will mir jetzt nicht was aufbauen, nur dass wir dann zu an einer Popelinsel sind. Paddel jetzt mal rüber. Rückwärts paddeln? Paddel nirgendwo hin, richtig? Weil das Schiff steckt fest. Voll die kleine Krubbelinsel. Meine Güte. So. Turn around. Irgendwie ist das ein bisschen hakelig alles. Ja. Wo haben wir denn unseren Bootsführerschein gemacht, junger Mann? Ah, ich finde die Zeit, wo man sich im Boot einfach drehen konnte. Leider hat das Boot jetzt ein definiertes vorne und ein definiertes hinten. Scheinbar. Was das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Ja, wie kommen wir dazu, dass wir uns wieder bei Stranded Deep sehen? Die Geschichte ist eigentlich relativ schnell erzählt. Meine Freundin spielt ganz gerne The Forest. Und ich habe sie dann halt einfach mal mit Stranded Deep bekannt gemacht, indem ich gesagt habe, hey, ich kenne da noch so ein ganz cooles, cool gemachtes Survival-Game. Heißt Stranded Deep, ist ein anderes Setting. Ah, diese bedrohliche Musik habe ich übrigens nicht vermisst. Das bedeutet, Mr. Shark ist irgendwo. Na gut. Well, auf jeden Fall mal ein bisschen Welle hier. Ich hoffe sehr, dass das die Wellen waren und nicht der Hai. Das Gurgeln war jetzt aber der Hai. Irgendwie, wenn man spawnt in diesem Spiel, ist grundsätzlich immer erstmal ein Hai in der Nähe. Ich hoffe, die Insel ist nicht so weit weg, wie sie es früher immer waren. Ja, auf jeden Fall, war ich stehen geblieben? Genau. Weil ich hatte ihr das halt gezeigt und sie meinte dann, oh, das ist voll schwer und voll kompliziert, das ist voll merkwürdiges Menü alles. Ich so, hey, das passt überhaupt nicht mehr zu dem Bild, das ich von Stranded Deep noch habe. Und da dachte ich mir, okay, da hat sich wohl was geändert. Wonach es ja eine Zeit lang nicht aussah, weil irgendwie ein halbes Jahr kein Update kam oder sowas. Die Entwickler keine Ressourcen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, das scheint sich irgendwie verändert zu haben. Kannst du dir mal wieder angucken? Hab mich dann abends immer mal eine halbe Stunde oder so hingesetzt. Hab's halt runtergeladen, was bei diesem 400-RB-Spiel sehr schnell geht. Hab's mir einfach mal wieder angeguckt und hab festgestellt, hat er wirklich einen kompletten Turnover gemacht, das Spiel. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt viel zu viel Content, um das Offscreen im Solo-Spiel zu vergeuden. Und dann dachte ich mir, hey,
da kannst du doch mal eine Staffel Stranded Deep wieder draus machen. Keine Ahnung, wie lang die wird, bestimmt nicht überragend lang, weil sowas wie jetzt Forest mit 110 Folgen oder 109 Folgen, glaube ich, das gibt das Spiel halt wirklich nicht her. Guck mal, da rechts neben die Insel, seht ihr die Silhouette? Ich stehe schon eine Bohrinsel. Keine Ahnung. Die Insel war doch weiter weg, als ich dachte. Ah, sie scheint größer zu sein. Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, dann mache ich eine Staffel draus. Blöde war denn, dass ich eigentlich parallel noch Tools 2 am Aufnehmen war. Und hatte dann das Problem, dass halt, naja, in der Festplatte, wenn sie verreckt, kommt man nicht mehr so unbedingt gut an die Safe Games ran, sag ich jetzt einfach mal. Und das war halt auch bei Tools 2 der Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt mehr Zeit und mehr Ressourcen für dieses Let's Play als eigentlich geplant. Gott, ey, die erste Folge ist schon ein Drittel rum und wir sind bisher nur übers Wasser geschippert. Tut mir fast ein wenig leid. Aber das sieht doch mal nach einer Insel aus. Mit der kann man doch arbeiten. Wo ist dieser Penner von Hai? Da. Hallo. So. Aloe Vera. Interessant. Okay, so. Kurz auf unsere Vitalparameter gucken. Das sieht gar nicht so schlimm aus. Ein Wildschwein ist hier schon zu Besuch. Das hat vorerst noch seine Ruhe von uns, würde ich sagen. Einmal die Empty Hands. Übrigens, das ist unser Inventar. Sieht jetzt auch neu aus. Öffnet sich schön über die Tab-Taste. Nein, nimm deine Empty Hands gefälligst. Dödel. Er will nicht die Empty Hands nehmen. Okay. Wir gehen jetzt mal kurz ein bisschen Krempel sammeln. Ich glaube natürlich nicht, dass die Startup-Insel jetzt einigen Unique-Stuff hatte, den man nur da findet. Ah, schaut mal da hin. Das muss eine von den Bohrinseln sein. Ich bin gespannt. Erstmal Ressourcen sammeln. Aua! Hat weh getan. Status Effect plus Healthy. Okay. Health, Gesundheit. Gesundheit ist gut. Ah, da ist eine Plane. Sehr gut. Plane ist nämlich relativ wichtig zur Wassergewinnung. Habe ich in Erfahrung gebracht. Hab gleich zweimal, das ist gut, das brauchen wir. Corrugated Scar brauchen wir nicht. Und schon wieder ein Hai, was ist denn? Ist das unser Boot? Das ist jetzt schlecht, oder? Wenn wir jetzt mit Hai in der Nähe an unser Boot kommen, ey. Ach ja. Das ist jetzt schlecht. Ah, da habe ich nicht aufgepasst. Einmal rein. Die müssen uns ein bisschen sehr hagelig aus. Ja, dann bringen wir Bötchen nochmal wieder an Land. Ist dies einfach abgetrieben? Ich glaube, es hackt bei dem. Aber hackt bei dir. So, unser Boot hat nämlich auch einen Anker tatsächlich. Das will ich gerne mal ausprobieren an dieser Stelle. Selber noch nicht kennen, das habe ich jetzt vorher nur gesehen. Schau mal hier. Sea Anchor. It's to swallow to deploy the Sea Anchor. Zu flach. Okay. Können wir aber auf offener See scheinbar mit ankern? Das ist doch gut. So, unser Bildchen will jetzt nicht mehr weiter. Paddelhalterung. Ist praktisch, finde ich, da muss man das Ding nicht mehr mit sich rumschleppen. So, sicherheitshalber. Die Jungen nehmen wir mal ein bisschen mit an. Strand.
So. So weit, so gut. Weiß nicht, ob das hier die perfekte Insel für unser Startup ist, für unser kleines Startup-Unternehmen, aber wir machen es einfach mal. So, press C to open the crafting menu. I do so. Stow Tool brauchen wir jetzt. Das ist neu. Man craftet jetzt hier in diesem schönen Inventar unterteilt in die Kategorien Crafting, Building und Consumables. Check. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Stone Tool. Okay, wir sind ein bisschen overloaded. Gott, ich habe auch gefühlt schon wieder eine halbe Uhr weit mit uns rum, ey. Das hat sich nicht geändert. So, Stone Tool. Da. Craft a refined knife. Was brauchen wir für einen refined knife? Noch einmal Lashing. Ach, das gute alte Lashing. My friend. My old friend. Den Baum können wir nicht umkloppen. Okay. So, wir brauchen hier ein bisschen Palmen. Jucker. Hervorragend. Der Jucker juckt ein bisschen, deswegen hauen wir mal ein bisschen drauf rum. So. Wir kriegen jetzt nicht mehr direkt Lashings von den Bäumen. Wir müssen uns das Lashing erst einmal wieder herstellen. War es in der letzten Season auch schon so? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall. CV Crafting. Ein Lashing aus 4 Fibrios Leaves. Und jetzt haben wir alles. Haben wir nicht alles für einen Refined Knife zusammen. Wir brauchen nochmal einen Stock. Stocky Boy. Da. Komm, Papa. So, ein Refined Knife. Kaschin. Craft a Campfire. Habt ihr es gehört? Also entweder ist das eine Klapperstange oder... Doesn't look good. Oh. Schlange. Das war eine Schlange. Shit, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Statuseffekte, vergiftet. Juhu! Das fängt doch gut an hier. Also Olivera reduziert Sonneneinstrahlungseffekte. Ja, das hilft uns jetzt gerade nicht so viel. Für eine Schlange, ey. Ein bisschen vergiftet. Das hat uns wahrscheinlich ein bisschen Gesundheit und so gekillt. Okay. Hoffen wir mal, dass es uns nicht umbringt. Ich kann es jetzt gerade aber leider nicht ändern. Ein Campfire. Wo machen wir uns denn mal unsere... Ich sehe das Mistvieh aber auch nicht, ne? Da sitzt sie, glaube ich. Da ist sie. Piss dich. Verpiss dich, habe ich gesagt. Okay, ich soll das, glaube ich, überlassen, sind wir gleich tot. So, Craft Kidding. Irgendwann kriegen wir die Schlange schon. So, dann haben wir erstmal eine Fire Pit raus. Das ist mit der Schlange relativ dumm, weil es das extrem viel Gesundheit gekostet hat, aber. Ich hatte gehofft, unser Typ ist gut genug, sie mit einem Stück, mit einem Hieb mit seinem Messer da. Aber nein. Okay. Craft Kidding. Zunder. Benötigt was? In der Rezeptur 2 Stöcker, das kriegen wir doch hin. Hol E to Light. Lass uns erstmal einen rubbeln kurz. Ah, so. Kill a Crab. So, Mr. Crab, so bist du. Da. Einmal das Fleisch rausschnibbeln. Das ist auch neu, wenn ich mich nicht komplett irre. Disgusting. Disgusting, das ist lecker. Krabbenfleisch ist eine Delikatesse, du Banause. Wo ist unser Fleisch hin? Da.
Da lege ich jetzt einfach mal rauf, das brutzelt da vor sich hin. So. Dann wollte ich nach etwas sehr Wichtigem gucken. Wo ich aber nicht weiß, wo es ist. Soll nämlich irgendwie eine Apparatur Watertill da. Wir brauchen so ein komisches Kokosnussgerät. Ah, okay. Ah. Kokosnuss und Dashing. Wir müssen nämlich gleich eine Wasserdistille bauen, weil Wasser ist hier, habe ich schon in der halben Stunde, die ich gespielt habe, festgestellt, ist hier der absolute Engpass. So, und jetzt noch einmal Dashing. Können wir nicht. Warum können wir das nicht? Und zu wenig Fabulous Leaves. Okay. Wir müssen nämlich auch aufpassen. Der geneigte Beobachter hat es vielleicht schon gesehen. Wir haben rechts noch eine vierte Anzeige, nämlich für ZZZ, also schlafen heißt Erholung. Der Typ kann nämlich jetzt vor Erschöpfung sterben. Das ist nicht gut. Das wollen wir auch nicht, dass das passiert. So, und jetzt müssen wir hier doch Kokosflask. Kokos. Bäh. Kokonat. Ach, Dingsbus. So, jetzt mal gucken, ob unsere Krabbe durch ist. Unser Typ kotzt nicht. Muss durch gewesen sein. Okay. So. Die Waterstill. Was brauchen wir? Ah, sind wir noch hier? Ja. Ein Lashing und ein Palmfond. Okay. Quasi hier. Smoker, Waterstill, Fuelstill, Loom, Taming Rack, Furnace. Da kann man jetzt alle bauen, ey. Alter Schwede. Halleluja, ey. Geiler Scheiß. Ihr seht ja, was ich meine mit, es ist ziemlich heftig geworden hier. So, zwei Stone Tools. Wir werden uns erstmal eine Axt bauen. Ein Stock und ein Lashing. Okay. Gute alte Axt brauchen wir zum Bäume filetieren. Ich sehe noch gar nicht so viel. Small Pine Tree, der gibt Stöcker. Stöcker will ich gerade nicht. Sag mal, sind auch die Krabben schon giftig für uns, oder was? Was hält diese Muschi eigentlich aus? Alles ist giftig für dich, oder was, Kollege? Wie soll ich das hier verstehen? Moment, erstmal den ganzen Gerümpel hier ablegen. So. Das kann mit. Heilkräuter sammeln ist meine gute Sache. So. Das war eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Ich habe hier doch eben irgendwo eine Palme kaputt gehauen. Wo sind jetzt unsere Five Beers Leaves hin? Da! Heilkräuterchen einsammeln. Ich hoffe, Yucca wächst hier wie früher nach. Jetzt haben wir bald einen extremen Lashing-Engpass. So viel von dem Zeug, die wächst hier nämlich nicht. Zumindest nach erster Sichtung nicht. Ah, ein kleines Wildschwein lebt hier noch auf der Insel. Das können wir bestimmt irgendwann auch filetieren. Fliege, ey. Ich hab so scheiß Fliege im Zimmer. Jetzt liegt gerade auf meinen. Oh, nicht du schon wieder. Wir sprechen uns aber noch, Freundchen. Freund Schlange, irgendwann lernen wir uns noch kennen. So. Ich habe das Klopfen gerade gehört oder das Magier. Ich versuche meinerseits die Fliege zu erschlagen. Ich glaube, ich muss nicht hinzufügen, dass es nicht funktioniert hat. Krude Axt, fehlt noch ein Stock. So, Feuerchen kann mal aus. Feuerchen muss ja nicht sinnlos vor sich hin brutzeln. Okay, die Axt müssen wir in 2 Meter Höhe craften. Okay. Egal. So, Axt.